Ausgang! Jawohl! Das gibt's doch gar nicht, Junge! Das gibt's doch gar nicht, Alter! Jawohl, moin Leute, erstmal Tass Kaff. Das ist jetzt, ich glaube, 1 Uhr ungefähr. Ich bin schon richtig hyped. Ich sitze hier auf dem Balkon bzw. im Garten, trinke meinen Kaffee und denke so, gleich geht's los. Bin richtig aufgeregt. Nochmal kurz was zum Spiel, Leute, zu Freiburg, unseren Gegner. Ich habe irgendwie sehr lange nichts mehr von Freiburg gehört. Also, ich habe mal ein bisschen in die Statistik rumgekramt. Ich wusste gar nicht, ob ihr das wusstet. Mir ist das auch gar nicht so aufgefallen. Aber wir haben tatsächlich von den letzten 7 Spielen nur 1 gewinnen können gegen Freiburg. Die Freiburger sind gestartet in diesem Jahr. Die Rückrunde war es ja nicht ganz, wir haben ja 2 Spiele gehabt. Ich glaube, das erste Spiel, Freiburg zu Hause gegen Union Berlin, unentschieden, 0-0. Dann haben sie zu Hause nochmal gespielt gegen Hoffenheim, 3-2 gewonnen, trotz roter Karte. Und jetzt fahren sie nach Bremen. Ne? Und den Bremern brauche ich auch nicht zu erklären. Das sieht sehr gut aus im Moment. Wir wollen mal hoffen, dass wir diese schöne Erlebnis, das wir gegen Bayern hatten, dass wir das mitnehmen können. Ne? Diesen grandiosen, legendären und längst überfälligen 1-0-Sieg gegen die Bayern. Und wir hoffen, dass wir die Euphorie heute mitnehmen können und dass wir es das ordentlich krachen lassen. Also ich habe richtig Bock, Leute. Ich sag's euch mal hier. Was sagt ihr überhaupt zu meinem neuen Werder-Jersey hier? Ne? Was heißt neu? Für mich ist der neu. Ich habe richtig Bock, die Sonne scheint, geiles Wetter, endlich wieder ein Stadion, obwohl die Winterpause so kurz war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es irgendwie richtig vermisst. Mir kam das irgendwie richtig lange vor. Ich habe richtig Bock. Wir sehen uns gleich, wenn wir auf dem Weg zum Stadion sind. Ich habe so Bock. Ich gehe jetzt raus ins Weserstadion. Oh yeah! Hab richtig Bock, Alter. Chrissy heute nicht dabei. Liebe Grüße! Liebe Grüße an Chrissy. Chrissy the Chizzy. Er ist heute mal wieder nicht dabei. Warum? Sage ich euch jetzt. Rausgeschmissen und keinen Bock mehr auf den Vogel. Nein, der hat natürlich den Sieg noch so heftig gefeiert. Nochmal so wegen Sonne. Gegen Bayern, dass der tatsächlich so viel gesoffen hat, dass er am nächsten Tag nicht zur Arbeit gegangen ist. Das war ja auf dem Sonntag. Dann hat er den zweiten Tag, ging es ihm auch noch richtig scheiße, ist er auch nicht zur Arbeit gegangen. Er hat seinen Arbeitgeber gekündigt. Jetzt ist er voll in der Saufphase, liegt zu Hause und kann nicht mitkommen. Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Wer hat gute Laune? Busse! Warum? Weil Werder spielt. Und warum noch? Weil ich dabei bin. Nein! Betriebsgeheimnis. So Leute, jetzt nochmal zum ernsten Thema zu kommen, zum Chrissy. Er kann heute wieder nicht, weil der hat Kohlfahrt. Muss ich leider wieder meine Freundin mitnehmen. Boah, Alter, leider, sagt er. Leider. Ja, klar. Oh, aber meine Leider-Freundin, was tippst du heute so, Werder? Ja, ich glaube 1-1. 1-1? Gut, ja. Gute Tipps. Du sagst 1-1, ich sag 2-1. Hoffen wir, dass mein Tipp stimmt. Auf geht's. Ich hab so Bock, Alter. Ich auch. Ich hab so Bock. Cooles Wetter haben wir heute, ne? Ja, Mann, ohne Scheiß. Geiles Wetter, geile Euphorie. Lange nicht mehr im Weserstadion gewesen. War schon ein paar Wochen her. Oh, ich hab richtig Bock. Gut. Wir haben jetzt 15 Uhr, 14.30 Uhr, ungefähr eine Stunde noch bis zum Spiel. Ich bin hyped. Ich habe euch mal die Zeit. Was für eine geile Sicht von hier vorne. Ne? Wir sind jetzt mal ein bisschen runtergegangen. Wir sitzen natürlich gleich wieder da oben bei unserem Block. Guck mal hin. Da ganz oben bei der 37.
Aber von hier die Aussicht ist schon geil. Wäre ich Millionär wäre, hätte ich uns die Karten auch mal gegönnt. Aber da müssen wir noch ein paar Klicks auf YouTube generieren, damit ich mir die Plätze hier leisten kann als Dauerkarte. Von daher, Auskurve schon full. Auch immer gut, 1,5 Stunden vor Spiel. Leute, hab richtig Bock, bin richtig heiß. 2-1 Werder, ciao. Prost! Zieht es euch rein, es ist wieder soweit. Immer wieder geil. Guck dir die View an. Du, ich wollte nur eben gesagt haben, dass ich dich demnächst besuchen komme. Ich habe dir dieses neue Deutschland-Ticket auf mein Handy. Aber ich habe mich nur noch gefahren. Kostet uns 49 Euro pro Monat. Das ist die Idee, oder? Und wenn ich dich jetzt besuchen komme, habe ich auf jeden Fall mal Leute, auf jeden Fall, die Aufstellung ist da. Zetterer am Tor, Dema endlich mal wieder dabei. Jung und stark. Dann Stay, Dux, Senne Linnen auch dabei. Und mein Lieblingsspieler Jinma ist am Start. War ja nicht anders zu erwarten. Romano, Geburtstagskind. Agu und Captain Friedel auch dabei. Let's go! Den Werder-Schal. Wir sind Meister und haben den Pokal. Ja! Von Wiener dabei die 2 und G. Ja! Und die 3 Anthony. Jo! Mit der Leute dabei Niklas. Stark! Die Nummer 1 Jens. Ja! Dann haben wir natürlich unsere Musik von Radio. Luke! Von der Nummer dabei die 15 Sette. Linde! Weserstadion. Es ist wieder soweit. Jinma! Komm, ja! Leg doch ab! Oh, oh! Und? Elfmeter für Werder! Jawohl! Das habe ich ja nicht gehört, sowas. Den nehmen wir noch live mit. Dux, Dux. 9. Minute.
verschenkter Elfer. 1-1, beide Elfer wieder ausgeglichen. Wir fangen wieder von vorne an. So Leute, kurze Halbzeitanalyse. Also nach der Spielunterbrechung in der 12. Minute hat der da überhaupt gar keinen Zugriff mehr gehabt. Vereinzelte Aktionen noch, aber das war nicht wirklich viel. Im Spiel nach vorne geht kaum noch was. Ich hoffe mal, dass es in der Kabine gleich knallt und wir eine Steigerung kriegen. Also es kann nicht nur besser werden, es muss besser werden, denn wir wollen hier heute gewinnen. Ist auf jeden Fall was drin. Zweite Halbzeit, let's go! Thank you.
Das gibt's doch gar nicht, Junge! Das gibt's doch gar nicht, Alter! Das finde ich doch gar nicht! Ist das geil, Alter! Ballardini! Ballardini! Alter, ist das geil, Junge! Ist das geil, Junge! Alter, was ein Bus! Was ein geiler Typ! Junge, Junge, Junge! Leute, Leute, was ein heiliges Spiel. Verdammte Scheiße. Erste Halbzeit ausgeglichen, 1-1. Naja, meine Stimme ist auch schon weg. Ich mache nicht mehr so lange. Zweite Halbzeit, Bremen ganz klar besser. Völlig verdient, nachher noch gewonnen. Oh, herrlich, Alter. Ich sag nur eins. Duxch hat aber heute nicht so seinen guten Tag. Jinma wieder Bombe. Geil gespielt. Woltemade richtig gut. Wieder Bälle festgemacht. Verteilt, richtig geil. Aber der oberkrasseste war ja wohl heute Ballardini, ne? Keiner kannte seinen Namen, jetzt kennen wir ihn alle, jetzt träumen wir alle von ihm. 10 Sekunden gefühlt drin oder 20. Als Verteidiger kommt rein und macht den Sack zu. Also Wahnsinn, da sage ich gar nichts mehr zu, einfach nur Wahnsinn. Ich sag mal so, Leute, ich muss meine Stimme schonen. Ich habe mir alles rausgefüllt. Ballardini, du hast Schuld, Junge. Geil war das. Leute, wenn ihr Bock habt, lasst ein kostenloses Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Stadion-Vlog. Wenn ihr Bock habt, aktiviert auch die Glocke. Also Leute, haut rein, bleibt gesund, auf Wiedersehen. Ciao.